Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Wie immer du sagst, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. I invite all of you to open your eyes and see the Blessed Sacrament present on the altar. Und auf das aufgesetzte Allerheiligste auf dem Altar zu schauen. Jesus wanted us to see him physically. Jesus möchte, dass wir ihn körperlich sehen. And therefore he took the bread and said, "This is me." Dazu hat er das Brot genommen und gesagt, das bin ich. The word that created the world. Das Wort, das die Welt geschaffen hat. The same word was said over the bread. Dasselbe Wort wurde über das Brot gesprochen. And it became the body of Jesus. Und es wurde zum Leib Christi. We adore, we behold, we see Jesus before us. Wir beten an, wir verehren, wir sehen Jesus vor uns. Those of you who are able, can you make a deep bow? You can even come out of the bench, those who are able. Put your head on the ground, if you are able, or bow deep in adoration. Und denen, die es möglich ist, bitte ich jetzt einfach in den Mittelgang zu kommen und eine tiefe Verneigung zu machen, so tief mit dem Kopf bis auf den Boden, um Jesus zu ehren und ihn anzubeten. Denen, die es möglich ist, die tun das. Thank you.
dürft euch hinsetzen. Invite you to gently close your eyes. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. The Word of God invited us to understand the hunger that is in the world. Das Wort Gottes lädt uns ein, den Hunger, den es in der Welt gibt, zu verstehen. Prophet Amos spoke to us through the Holy Spirit that the hunger around the world is going to be satisfied by God's word. Und der Prophet Amos hat heute davon gesprochen, dass der Hunger nach dem Wort gesättigt wird durch das Wort Gottes. Through the coming of Jesus as Savior of the world. Durch das Kommen Jesu als Retter der Welt. Through the mystery of his incarnation. Durch das Geheimnis seiner Menschwerdung. Jesus has experienced every hunger. Durch seine Menschwerdung hat Jesus jeden Hunger dieser Welt erfahren. Every type of hunger and famine and sorrow Jesus has experienced. Jede Art von Hunger, Durst, Sorge, Beschwernis hat Jesus erfahren. Because he is one like us. Er ist eins wie wir. In all things. In allem. Except sin. In allem ist er uns gleich geworden, außer der Sünde. At this moment I want you. In diesem Augenblick lade ich euch ein. Silently. Dass ihr in Stille. With sincerity of heart. Mit der Ernsthaftigkeit und Bereitschaft eures Herzens. With great love. Und mit großer Liebe. Bring all your anxieties. Dass ihr all eure Beschwernisse. The famine of your heart. Alles Verlangen eures Herzens. The struggle is deep within you. Und all eure Schwierigkeiten in euch. Be it spiritual struggle. Geistige Schwierigkeiten. Struggle in believing. Verwirrung im Glauben. Struggle in loving others. Und die Schwierigkeit, wirklich den Nächsten zu lieben. Forgiving those who are dear to us. Oder solchen zu vergeben, die uns nahe sind. To live in peace with others. Und damit wir im Frieden mit anderen leben können. The struggle to find economic means. Die Schwierigkeit. Difficulties of economy. Die Schwierigkeiten in den Beziehungen. Of the workplace. Am Arbeitsplatz. And all other areas of activities. An allen anderen Gebieten, wo wir beschäftigt sind. Let's be aware. Und lasst uns wirklich ein tiefes Bewusstsein haben. Jesus is aware. Dass Jesus gegenwärtig ist. Of each of these famines. Dass Jesus um all das weiß. All my hungers. Um allen meinen Hunger. All my tears. Dass er um alle meine Tränen weiß. All my anxieties. All meine Ängste. I may be ashamed of some of them. Vielleicht schäme ich mich für einiges. Sometimes I feel ashamed of myself. Manchmal schäme ich mich für mich selbst. Why do I feel this way? Warum fühle ich das so? Why do I think this way? Warum denke ich so und so? Why did I act in this way? Warum verhalte ich mich so und so? But today, aber heute, Jesus tells me, sagt Jesus zu mir, my son, mein Sohn, my daughter, meine Tochter, bring your heart to me. Bring mir dein Herz. I am not ashamed. Ich schäme mich nicht. To look at your heart. Ich schäme mich nicht, dein Herz anzuschauen. I am not ashamed. Ich schäme mich nicht. To look at your life. In dein Leben zu schauen. I am not ashamed. Ich schäme mich nicht. To look at your professional life. Auf deinen Perfektionismus zu schauen. To look at your spiritual life. Ich schäme mich nicht, auf dein spirituelles Leben zu schauen. To look at your emotional life. Auf deine Gefühlswelt zu schauen. To look at your sexuality. Auf deine Sexualität zu schauen. All your struggles. Auf alle deine Verwirrungen. Are precious to me. Alles, was du mir angetan hast. I will satisfy you. Ich werde dich satt machen, dich befriedigen. I will give you answer.
Ich werde dir antworten. Surrender to me. Übergib alles mir. In the Gospel of Matthew, chapter 11, verse 28, the Lord Jesus said, und im Matthäus-Evangelium, 11. Kapitel, Vers 28, sagt Jesus zu uns, come to me, kommt zu mir, all you who labor, alle, die ihr mühselig und beladen seid, and are heavily burdened, mit schweren Lasten, and I will give you rest. Ich werde euch Ruhe verschaffen. This is the promise of Jesus. Das hat Jesus uns versprochen. Let us obey that promise. Und lasst uns diesem Versprechen folgen. Let us surrender ourselves. Und so übergeben wir uns selbst Jesus jetzt. Repeat after me this short prayer. Und ihr wiederholt jetzt dieses kurze Gebet, was ich spreche. Keep your arms open on your lap. Legt eure geöffneten Hände auf eure Oberschenkel. Keep your eyes gently closed. Und haltet eure Augen geschlossen. Repeat loudly after me. Und wiederholt laut. Lord Jesus. Herr Jesus. Herr Jesus. I offer you. Ich übergebe dir. Ich übergebe dir. My life today. Mein Leben. Mein Leben heute. I give you my heart today. Ich gebe dir heute mein Herz. Ich gebe dir heute mein Herz. Receive me, Jesus. Empfange mich, Jesus. Empfange mich, Jesus. Bless me, Jesus. Segne mich, Jesus. Segne mich, Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Give me a new heart. Schenke mir ein neues Herz. Schenke mir ein neues Herz. Take away the heart of stone. Nimm das Herz von Stein. Nimm das Herz von Stein. And give me a heart of flesh. Und gib mir ein Herz aus Fleisch. Und gib mir ein Herz aus Fleisch. Make my heart. Mach aus meinem Herzen. Mach aus meinem Herzen. Like yours. Mach so wie dein Herz. Mach so wie dein Herz. Jesus, I trust in you. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. I will also ask you to bring along. Ich bitte euch auch, dass ihr herbringt. All those persons. Alle die Menschen. Of our family, of our society. Unserer Umgebung, von unserer Familie, whom you think at this moment, an die ihr in diesem Moment jetzt denkt, are experiencing some hunger, die auch irgendwelchen Hunger haben, going through some pain, oder die durch irgendwelche Schmerzen und Schwierigkeiten gehen, unable to handle a crisis, und die nicht in der Lage sind, damit umzugehen. There is darkness in their life. Dunkelheit ist in ihrem Leben. With faith, mit Glauben, bring them to Jesus. Bringt sie mit Glauben zu Jesus. Imagine in your mind, stellt sie euch in eurem Geist vor, you are bringing them to the Blessed Sacrament, stellt euch vor, dass ihr sie jetzt hier vor das Allerheiligste, and Jesus is touching them, und Jesus berührt sie, and blessing them, er segnet sie, and satisfying their hunger, und er stillt ihren Hunger. Spend few minutes in silence to pray for others. Und so verbringen wir einige Minuten in Stille und in dieser Weise für die anderen zu beten. For our family, for the church, for the world. Für unsere Familie, für die Kirche, für die Welt.
we shall now rise and we shall sing a hymn of praise, a hymn of joy, because Jesus has seen my hunger, Jesus has seen my thirst, Jesus has seen the thirst of those dear to me, of my family members or fathers, and I have brought them to Jesus, and true to his word and true to his nature, Jesus has satisfied, Jesus has healed. Wir stehen jetzt auf und wir singen jetzt wirklich ein Lied des Lobpreises, weil Jesus hat alle die Menschen gesehen, die wir zu ihm gebracht haben. Er hat sie berührt und er hat sie angeschaut. Dafür preisen wir ihn, diesen Lied. Clap the hands and sing. Ein Lied, zu dem wir klatschen. Thank you.
In the Gospel of Mark, chapter 16, we see, towards the end of the chapter, this truth. In Markus Evangelium, im 16. Kapitel, am Ende des Kapitels, sehen wir diese Wahrheit. Jesus commissioned the disciples, Jesus sagt zu den Jüngern, to preach the word of God. Er forderte sie auf, das Wort Gottes zu verkündigen. And he told them that he will be with them. Und er sagte ihnen, dass er bei ihnen sein wird. And he gave them certain signs. Und er gab ihnen folgende Zeichen. Verse 17. And these signs will accompany those who believe. Und so heißt es in Vers 17. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. By using my name, they will cast out demons. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. They will speak in new tongues. Sie werden in neuen Sprachen reden. They will pick up snakes in their hands. Wenn sie Schlangen anfassen. And if they drink any deadly poison. Oder wenn sie tödliches Gift trinken. It will not hurt them. Wird es ihnen nicht schaden. They will lay their hands on the sick. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen. And they will recover. Die werden gesund werden. And so the Lord Jesus. Nachdem Jesus, der Herr, after he had spoken to them, dies zu ihnen gesagt hatte, was taken up into heaven, wurde er in den Himmel aufgenommen, and sat down at the right hand of God. Und er setzte sich zur Rechten Gottes. And the apostles, und die Apostel, went out and proclaimed the good news. Sie zogen aus und predigten überall. And the Lord worked with them. Und der Herr stand ihnen bei. And confirmed the message. Und er bekräftigte ihre Verkündigung. By the signs that accompanied it. Durch die Zeichen, die er geschehen ließ. So, dear friends, the Lord Jesus, when he says something, he's not saying something for a joke for a few days. Also, meine lieben Freunde, wenn der Herr Jesus, wenn er irgendetwas sagt, dann sagt er das nicht für einen Witz, der in zwei Tagen vorbei ist. Every word endures forever and ever. Sein Wort, jedes Wort von ihm bleibt für immer und ewig. If he said that these signs will be there, it will be there. Wenn er sagt, dass diese Zeichen da sein werden, dann werden sie da sein. Just as he confirmed his presence with the preaching of the apostles, so wie er seine Gegenwart durch die Verkündigung der Apostel bekräftigt. Today in the church, heute ist es in der Kirche so, in different parts of the world, in verschiedenen Teilen der Welt, wherever the word of God is proclaimed, überall dort, wo das Wort Gottes verkündet wird, wherever the word of God is taken seriously, wo das Wort Gottes wirklich ernsthaft angenommen wird, Jesus' presence is really there with signs. Da ist auch die Gegenwart Jesu wirklich da und zeigt sich durch Zeichen. How many of you agree with this? How many of you say, yes, true, I know Jesus is here. Wer von euch stimmt dem zu? It's not because someone told me, I know Jesus is here. Wer von euch stimmt dem zu und sagt, your hand. Stimmt if you feel, wer yes, glaubt, Jesus is here. Die Hände, der sagt, Jesus ist wirklich hier. Wonderful, I can see many of you lifting your hands. Give a big clap. The Lord is working, confirming his presence with signs. Also, ihr habt jetzt bestätigt und eure Hände gehoben dafür, dass ihr da dem zustimmt, dass Jesus seine Gegenwart durch Zeichen bezeugt. Now, we have few moments now. Jetzt haben wir noch einige Augenblicke. Obeying this word of God in Mark chapter 16, verses 18. Indem wir diese Worte, die wir in Markus 18 gehört haben, indem wir sie befolgen und gehorchen. In the name of the church. Im Namen der Kirche. With the gift of priesthood given to me. Mit der Gabe der Verkündigung, die mir verliehen wurde. With the presence of the believing community. Und mit der Gemeinschaft der Gläubigen hier vor Ort. We are going to pray for each other. Werden wir jetzt füreinander beten.
You will pray for me that I may continue to preach and live the word. Also ihr betet für mich, dass ich weiterhin das Wort Gottes verkünde. And I in my turn am going to pray for each of you. Und ich von meiner Seite werde für jeden von euch beten. And each of us are going to pray for each other. Und jeder von euch wird für den anderen beten. Or because Jesus said, when you pray, when you lay the hands, I am there. Alles das, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr betet, wenn ihr einander die Hände auflegt, dann bin ich da. Let's thank the Lord for these wonders that he works even in our life. Und danken wir dem Herrn für die Wunder, die in unserem Leben wirkt und tut. Even before asking anything prayer, believe you have received it already. Noch bevor ihr das Gebet beginnt und um etwas bittet, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Because we have a Father who gives us in anticipation. Also wir haben nämlich einen Vater, der uns gibt ohne Unterlass, ohne etwas zu erwarten. You can give the order of the coming line, so we pray. Also jetzt dürft ihr der Reihe nach, wie wir das gewohnt sind, nach vorne kommen, damit über euch gebetet wird. Okay. Und der Chor begleitet uns mit Liedern. The choir can sing and say the words and he can help us. Also der Chor unterstützt uns durch das Lied, was aufgelegt ist. Please pray for me by extending your hand from your place. Also streckt erstmal eure Hände aus und betet für mich. Komm, mein Geist, komm, mein Geist. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Bless him, bless him, bless him. Strengthen him, heal him, empower him. In the name of Jesus, open all charism. Open all charism. Amen. Oh,
troubles and be fruitful in them by this very name of Christ. Amen. Your dear sister to your husband, you have given all the gifts that she needs of Islam, and give her healing love, give her faith love, give her humility, give her temperance, give her long suffering, give her the ability to see heavens and the heavens being opened before her, so that she can suffer through her life with the joy that is awaiting her. This very name, we praise and pray. Ministry of the church, through the prayer and intercession of all of us, all the graces that he needs at this moment, may everything that is breaking his relationship with the Lord Jesus be removed at this moment. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Amen. Jesus, we pray this dear sister of yours, Lord. Bless her with all that she needs at this moment, Lord Jesus. Fulfill her desires, Lord Jesus. Satisfy her hunger. Lord, just give her the word that she needs every day so that she can discover your love. Amen. Ich gehe, Krishna. Sie
sagten zu ihm, Lord Jesus, bless her, dear sister. You have called her, Lord, for your own purpose, Lord. At this moment, bless her. Give her the gift of healing. Give her all the gifts of the Holy Spirit that she needs at this moment. May the prayer of the church at this moment be said over her, and may her be freed, and may experience the gift of faith that is shining and brightening in her heart. This prayer we make through Christ our Lord. Amen. For you, whenever other people brought people in faith to you, you accepted their faith and you gave healing, you gave new life. Bring my sister, Lord, into your presence at this moment with the little faith that we have in our hearts, with the little faith our sister is having in you. Heal her, Lord, make her a new creation, make her your destiny. Amen. Jesus, we bring our brother to you, Lord Jesus. Give him all the graces and the gifts that are necessary at this moment. Lord Jesus, you alone know what he needs at this moment. May the gifts of the Holy Spirit be given to him. May the fruits of the Holy Spirit, may all the charisms of the Holy Spirit, may all the goodness of the Holy Spirit be seen in him now and forever. Amen. Jesus, we bring this sister of ours, Lord Jesus. You alone knows whatever she needs at this moment. You alone knows the cries of her heart and her unseen tears. Lord, comfort her and bless her this moment. Give to her the gifts of the Holy Spirit. And hear her. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we ask you, Lord Jesus, at this moment to pray for our brother. Lord, you will know what he needs at this moment. May the gift of the Holy Spirit, the guidance and the fruit of the Spirit shine in him, and may the light that radiates through him be honored for the Heavenly Father, and in this prayer we make through Christ our Lord. Amen.
silence and thank the Lord for the blessings that we have received. Wir verbringen jetzt noch einige Minuten in der Stille und danken dem Herrn für den Segen, den wir empfangen haben. Quieten yourself, close your eyes and be at peace and recognize the wonders the Lord has done in your personal life. Werdet innerlich und äußerlich ganz still, schließt eure Augen und nehmt wahr und dankt für die Wunder, die der Herr in eurem Leben getan hat. This is something that we need to learn from our Blessed Mother. She would say, the Almighty has done great things for me. Das können wir sehr gut von der Mutter Gottes lernen. Sie hat gesagt, der Mächtige hat Großes an mir getan. I want all of you to recognize deep within you what you feel at this moment. Und ich bitte euch, dass ihr tief in eurem Inneren erkennt, was ihr jetzt in diesem Moment spürt und fühlt. I'm sure each of us are experiencing something that is new. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von euch jetzt etwas empfindet, and was neu ist. This newness we know has come from Jesus. Und wir wissen, dass dieses Neue von Jesus kommt. In the book of Revelations, towards the end of the chapter, the last chapter we read, Jesus says, "Behold, I make everything new." Und im letzten Buch der Offenbarung, ganz am Ende, lesen wir, dass Jesus sagen wird, ich mache alles neu. The word of God, in fact, ends with this new heaven and new earth. Und das Wort der Heiligen Schrift endet mit diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. This newness of hope is the gift of the Holy Spirit. Und diese neue Hoffnung ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Can I invite all of you for 2 minutes of silence? Und so lade ich euch jeden von euch jetzt ein, für 2 Minuten ganz still zu sein. Silently thank Jesus for whatever he has done, maybe in my body, my thinking, my emotions, in my feelings, let's acknowledge it. Und danken wir dem Herrn in dieser Stille für das, was er getan hat, vielleicht in meinem Körper, in meinen Gefühlen, in meinem Denken, in meinen Empfindungen. Please take Psalm 42 to know the prayer. Wir nehmen den Psalm 42. The prayer and the longings of a person who is touched by the Lord. Und da entdecken wir das Gebet, das Verlangen einer Person, die von Gott berührt ist. If you think you have been touched by the Lord, healed by the Lord, inspired by the Spirit, then this psalm will make special sense to you. Wenn ihr wirklich glaubt, dass der Herr euch berührt hat, dass ihr geheilt seid oder dass der Herr etwas in euch gewirkt hat, dann macht dieser Psalm jetzt wirklich einen tiefen Sinn für euch, wenn ihr den betet. It speaks about a deer. Es ist die Rede von einem Hirsch. Well, it speaks about the soul that is like the deer that is running for streams. Also es spricht eigentlich von unserer Seele, die nach Wasser lechzt, wie der Hirsch nach Wasser sucht. My soul is thirsting for God. Meine Seele dürstet nach Gott, wie der Hirsch dürstet nach Wasser. When can I see my God face to face? Wann werde ich Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht? There were days when my tears was my bread.
Es gab Tage, da waren Tränen bei mein Brot. When people ask me, if you are a believer, why have these things happened to you? Das war in den Tagen, wo die Menschen mich fragten, wenn du doch ein Gläubiger bist, wo ist dann dein Gott in diesen Tagen? At times people even confuse me. Yes, you go to the church, you are a believer, you go for prayer services. How is that these things happen in your life? Und das ist etwas, was uns wahrscheinlich allen widerfährt, dass uns gesagt wird, du bist doch ein Gläubiger, du gehst doch in die Kirche. Warum kann dir denn dies und das geschehen? These days of past sorrows, the soul remembers before the Lord. Und diese Sorgen, die wir hatten, an die erinnert sich der Beter hier vor dem Herrn. And now is the moment of encouragement. Und jetzt kommt der Moment der Ermutigung. Read verse 5. Das lesen wir in Vers 5. Das Herz gibt mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog, in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. So the soul has discovered new hope. Also die Seele hat neue Hoffnung entdeckt. My spirit, my soul, my spirit has discovered another source of hope. Meine Seele hat eine andere Quelle der Hoffnung entdeckt. That we see in verse 7. Und das sehen wir da im Vers. It says, deep calls to deep. Da heißt es, betrübt ist meine Seele in mir. First deep is in capital D, second deep in small d. Deep calls to deep. Also. Okay. Spirit calls to spirit. First one in capital S, spirit, and second one small spirit. You can say the difference. Capital means Holy Spirit. Capital Spirit means Holy Spirit. Yeah. Also Geist meint Heiliger Geist. So the Word of God says that the Holy Spirit given to me tells my soul, small spirit. Der Geist, der mir gegeben ist, erzählt meinem Geist, also meiner Seele. The Holy Spirit given to me at baptism, the Holy Spirit which I received at communion, the Holy Spirit I received when I hear the Word of God, the same Spirit tells my spirit, my little spirit inside. Also der Heilige Geist, den wir empfangen haben in der Taufe, durch die Heilige Kommunion, hey, come durch die Sakramente, dieser what's happening? Heiliger Geist, der sagt, mein Geist in mir, deep calls to deep. The Holy Spirit instructs my spirit. Der Heilige Geist belehrt meinen Geist. You have been looking at this problem always this way. Come on. Komm, was schaust du immer auf dieses Problem, sagt der Geist zu meinem Geist. The Holy Spirit instructs me to look at it in a different way. Der Heilige Geist lehrt meinen Geist, es in einer anderen Weise anzuschauen. To hope in God. Um neue Hoffnung in Gott zu haben. To look forward to God's plans. Und auf Gottes Pläne für mich zu schauen. Because God wants to bless me. Weil Gott will mich doch segnen. So, different. So, at this moment, I also would like to hear from you. If this is an experience, have you gone through this experience of the Holy Spirit telling you, encouraging you, giving you hope? Und jetzt möchte ich von euch hören, ob ihr diese Erfahrung gemacht habt, dass der Heilige Geist eurem Geist zu eurem Geist spricht, dass er euch Hoffnung gibt, dass er euch euren Geist wieder aufrichtet. Habt ihr diese Erfahrung gemacht? If some of you, for the glory of Jesus who is here, want to say in short words your experience, how the Holy Spirit within you gave you new hope, you are free to say, can come up and say. Und so seid ihr eingeladen, in ein paar ganz kurzen Sätzen wirklich das zu bezeugen, das zu bekennen, wie der Heilige Geist in eurem Geist neue Ermutigung, euch neue Hoffnung geschenkt hat. Sagt es in ein paar Sätzen, um Gott die Ehre zu geben. Ihr seid eingeladen, wer das macht, in den Kontext zu kommen. What is the newness that they have experienced? What they want to share? Maybe a word of God, maybe an inspiration. Vielleicht ist es ein Wort Gottes, was ihr empfangen habt, eine Erfahrung im Heiligen Geist. Mit ein paar Worten könnt ihr das eben sagen. Not merely during the prayer today, but the Holy Spirit has been given to us right from the baptism, right? So therefore, we can testify to the Spirit for strengthening each other's faith and for the glory of God. Also wir machen das zur Ehre Gottes und wir haben den Heiligen Geist in der Taufe empfangen und ihm geben wir dadurch die Ehre, wenn wir ihm das hier bekennen. Und wir stärken uns gegenseitig, wenn wir das einander sagen. You can say from your place or you can come to the mic.
Ihr dürft es auch von eurem Platz aus sagen, oder ihr kommt hier vorne vor. Who is the first one? Someone from the top? Wer ist der Erste? Vielleicht jemand von da oben? Okay, brother is coming. Praise the Lord. Also ich würde von vorne, das dauert etwas. Und zwar, ich habe eine Art Vision bekommen, ja, oder einen Gedanken, der mir gefallen hat und auch nicht gefallen, ja. Wenn ich um den Heiligen Geist bete, das ist auch durchaus eine bedrohliche Sache, so empfinde ich das. Und ich habe gedacht, es erwarten mich Schwierigkeiten in der Zukunft, ja. Es wird nicht immer leichter werden, sondern eher schwieriger. Und dann bewirkt aber die Kraft des Heiligen Geistes, dass sich diese Schwierigkeiten leichter oder ziemlich leicht erleben kann, durchleben kann. Wo denn, und dann habe ich auch von außen gedacht, von außen sehen die Leute, oh, der hat aber Schwierigkeiten, muss viel leiden und viel einstecken und Nachteile und so weiter, ja. Aber für mich selber subjektiv erlebe ich das gar nicht so, weil ich im Geist Gottes stark bin und in das auf mich nehmen kann und ich denkt, das ist gar nichts, ja, diese Schwierigkeiten, das ist gar nichts, weil, und das geschieht durch den Heiligen Geist. Das war so ein Gedankengang, den ich hatte. Dank sei dir, Jesus, Dank sei dir, Jesus. Say it together. Sagen wir es zusammen. Preis sei dir, Jesus, Dank sei dir, Jesus. Der Nächste bitte. Auch ruhig vom Platz aus. Der Trainer einfach für die 7 Jahre, wo wir immer wieder auch solche wunderbaren Gelegenheiten hatten, für das Seminar den Heiligen Geist zu empfangen, immer wieder neu, immer wieder tiefer, weiter. Es nimmt kein Ende, es ist einfach wunderschön. Ich preis sei dir, Jesus, Dank sei dir, Jesus. Preis sei Jesus, Dank sei dir, Jesus. Ich habe was bekommen zu dem Thema, wenn man sich über seine Erfahrung und seine Vergangenheit definiert. Ich habe bekommen, ich bekomme meine Identität nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was ich bin, in Gott. Ich bekomme meine Identität nicht durch das, was ich erlebe oder erlebt habe, sondern durch das, was ich bin, Kind Gottes. Amen.